Youssef En-Nesyri einfach nochmal in einer anderen Etage unterwegs. Eher so Cristiano Ronaldo Niveau. Und das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Das ist unfassbar! Heute Abend wurde Fußballgeschichte geschrieben. Das erste Team aus Afrika in einem WM-Halbfinale. Wahnsinn! Ob Tanga, Casablanca oder Rabat, alle marokkanischen Städte standen Kopf nach dem historischen WM. Auch die Limousine von König Mohammed VI. Mitsamt dem Monarchen auf der Rückbank versank auf offener Straße in Rabat im Freudentaumel. Weniger schön, marokkanische Fans in Paris sorgten für ein Verkehrschaos. Ähnliche Szenen spielten sich auch in anderen französischen Städten ab. In Brüssel, Rotterdam und Amsterdam wie in Madrid feierten zahlreiche marokkanischstämmige Fans auf dem zentralen Platz Puerta del Sol und ließen ihrer Freude die ganze Nacht durch freien Lauf. Und in Katar hat Marokko heute für eine weitere Überraschung gesorgt. Als erste afrikanische Mannschaft steht das Team im Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Marokko besiegte Portugal mit 1:0 und schrieb damit WM-Geschichte. Es ist kein Zufall. Marokko mit der besten Defensive dieser Weltmeisterschaft erreicht das Halbfinale. Was ist da halt passiert? Ja, es ist kaum zu realisieren. Man muss eigentlich dort sein, um es zu realisieren. Ja, wir saßen ja und haben uns das Spiel gerade angeguckt. Halbfinale. Die erste afrikanische Mannschaft, die es überhaupt geschafft hat. Geschichte geschrieben. Das Märchen geht weiter. Ne? Wir haben da fehlen mir echt die Worte, weil keiner, der auch hier jetzt ist, der hätte es jemals gedacht, dass wir überhaupt ins Viertelfinale kommen oder so. Jetzt sind wir im Halbfinale. Also das ist schon eine tolle Sache, was die da abliefern. Fußball. Was bedeutet das für Marokko? Was bedeutet das für die arabische Welt? Es wurde immer wieder gesagt, wir spielen für euch alle. Ja, das ist was Schönes. Ich sage ja, Fußball verbindet. Der Fußball verbindet auch natürlich die Nation und vor allem jetzt die arabische Welt. Ja, ob es in Algerien, Tunesien, Katari ist, die fiebern natürlich alle mit. Und ich finde es schön, dass da kein Neid aufkommt, sondern eher so ein Zusammenhalt. Und vielleicht öffnet der Zusammenhalt auch mal Türen für jeden anderen. Das ist schon, kann man sagen, eine Sensation? Ja, Sensation, aber völlig verdient. Am Anfang war es noch eine Überraschung und jetzt mit den Spielen hat man gesehen, für was Marokko steht. Früher hat man gedacht, okay, die haben gute Einzelspieler, die auch mal was Besonderes bewirken können. Jetzt ist das eine Einheit geworden, die wirklich defensiv unfassbar gut steht, füreinander einsteht. Da können sich viele Nationen auch was abschauen, was die wirklich nicht nur kämpferisch mit Leidenschaft, sondern da steckt viel Struktur dahinter und schafft Portugal wirklich fast komplett auszuschalten, dass die fast keine Chancen oder Lösungen sich irgendwie erarbeiten. Das ist schon bemerkenswert. Also von daher kann man nicht mehr von Zufall sprechen, sondern das ist, dieser Erfolg ist absolut verdient. Ist also Marokko wirklich Hut ab und diese Spielweise, die sie haben, brauchen sie eine ganz krasse Überzeugung. Und ich weiß gar nicht, ob es das in der WM-Geschichte schon mal gab, dass eine Mannschaft mit nur einem Gegentor ins Halbfinale eingezogen ist. Und das gibt ihnen natürlich Überzeugung. Ne? Und sie müssen viel laufen, sie müssen unheimlich viel investieren, sie müssen sehr wach sein. Aber in so einem Halbfinale mit der Geschichte, wie sie jetzt da hingekommen sind, ist für diese Spielweise natürlich, haben sie jetzt die Überzeugung. Und ja, in einem Spiel kann alles passieren. Also wer hätte gedacht, dass sie Spanien und Portugal rauswerfen? Sie gerne. Frankreich. Wieso? Weil wir gegen die Besten spielen. Das ist gut. Ja, gut. Dann sage ich, ja. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Frankreich. Auch 2:8 haben wir 2:2 gespielt in Frankreich, Stade Nice. Und viele Franzosen leben in Marokko. Und von daher liegen uns, glaube ich, die Franzosen mehr wie die Engländer. Youssef Mokhtari. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren und wir